Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar heute mit der Akaro. Hallo! Wir beide werden jetzt Wahrheit oder Pflicht in SSO spielen mit SSO-Aufgaben. Unsere Communities haben uns sozusagen die Aufgaben gestellt, so in Discord haben wir gefragt. Und zuerst werden wir jetzt auf meinem Kanal, werde ich jetzt von Caro Aufgaben bekommen und Fragen natürlich. Und nachher machen wir das Ganze nochmal auf ihren Kanal, also checkt auf jeden Fall auch ihren Kanal ab, da gibt es dann auch ein Video dazu. Gut, Caro fängt jetzt mit den Aufgaben und Fragen an. Okay, ich habe als erstes eine, eine Frage für dich. Ja. Und zwar, was ist das Peinlichste, was dir je in Star Stable passiert ist? Das Peinlichste, was mir je in Star Stable passiert ist? Kurze Bedenkzeit. Ja. Ah, okay, ich weiß es. Okay, ich sag jetzt. Und zwar, das Peinlichste, was mir passiert ist, war, glaube ich, das war, glaube ich, irgendein Motto-Ritt oder so, wo ich komplett komische Kleidung anhatte. So komplett rosa oder sowas. Hatte auf jeden Fall... Ach nee, das war gar kein Motto-Ritt. Das war irgendein Geburtstags-Event, was wir sozusagen für jemanden veranstaltet haben. Ich hatte halt komplett komische Kleidung an. Das Schlimmste, was geht. Und dann kamen halt so Fans an und haben mich halt so getroffen. Und ich dachte mir so, okay, scheiße. Und ja, das war auf jeden Fall super. Noch gar nicht so lange her. Oh, okay. Zu einem Spieler, also jetzt kommt eine Aufgabe, zu einem Spieler hingehen und ihn irgendwie betatschen. Was? Okay, was hat sie geschrieben? Also zum Beispiel, hey, bist du nicht mega die bekannte YouTuberin, kann ich ein Foto machen und so weiter. Okay, da gehen wir am besten mal zu Steve hoch, das sind bestimmt mehr Spieler. Warum nennt man das betatschen? Na, mit betatschen meinst du, glaube ich, dass man irgendwie absteigt und dann irgendwelche Gesten mit der Hand so macht, so, oder? Ach so, also... Hey, du da! Bist du nicht die YouTuberin? Oh Mann. Okay, ich suche einfach mal jemanden, der irgendwo rumsteht, weil ich glaube, auf dem Pferd macht das nicht so viel Sinn. Vielleicht steht hier ja irgendwo jemand bei Steve. So, du bist schon weg und ich bin einfach zu lahm. Ja, ja, das arschig, um hinterher zu kommen. Am besten so. Ah, hier steht. Ah, da steht jemand, guck mal hier. Michelle. Warten Sie auf mich! Bist du? Ach, bist du das? Ich stehe hier vorm. Genau, hier. Ah, doch, doch, ich sehe dich. Ich stelle mich jetzt vor sie. Jetzt, oder mache ich irgendeine Geste? Zeigen. Okay, das ist nicht so. Dann irgendwie flehen vielleicht. Nee, das macht die Arme auseinander. Was macht denn so die Arme nach vorne? Angst nehmen. Ablehnen oder sowas, glaube ich. Ablehnen? Mhm. Ah, ja. Genau. Perfekt. Hey, na? Jetzt so bist du nicht voll bekannt. Gott, was sind die Leute von AFK. Ich hoffe einfach, sie ist AFK. Oh Gott, nein! Energy Fighters. Oh oh. Ich hoffe nicht, dass sie AFK ist. Bitte lass sie nicht AFK sein. Okay. Oh nein, sie ist... Reicht das? Nein, bitte! Sie darf nicht AFK sein! Die andere hat das. Die andere hat das gesehen, das reicht, die ist schnell weggerannt. Okay. Du. Ich dachte, du hast jetzt bewegt, aber das bist du. Ach, ja. Schade, das wäre voll die lustige Aufgabe gewesen. Okay. Oh Mann. Dann stelle ich dir jetzt die nächste Aufgabe, und zwar für den restlichen Tag oder das restliche Video darfst du. Keine Wege berühren. Oh, okay, dann warte, ich muss kurz auf eine Wiese erstmal gehen. Oh oh. So, jetzt hier auf einer Wiese. So, viel Spaß. Ja, super. Wo laufen wir denn jetzt mal lang? So, warte mal, was habe ich denn hier noch so Schönes? Ja. Frage random Leute, ob sie mit dir zusammen sein wollen. Oh Gott, nein. Ich glaube, dafür kann man sogar gesperrt werden, oder? Ich will keine Chatsperre. Also man darf man, glaube ich, in SSO nicht schreiben. Das heißt Wahrheit oder Pflicht? Komm, hier ist schon eine, die Sophia. Die kannst du jetzt fragen, ob sie mit dir zusammen sein möchte. Ey, möchtest du mit mir in SSO zusammen sein? Scheiße. Ist nicht AFK. Hilfe. Oh Gott, ist das cringe, ey. Vor allem bei dir so als Mädchen, okay, aber...
Okay, wenn sie mich kennt, ist das cringe. Bitte, bitte lass sie mich nicht kennen. Bitte lass sie mich nicht kennen. Nein! Oh, sie kennt uns beide, na super. Peinlich, okay, nochmal zur Frage vorhin. Peinlichster Moment in SSO, neuer Moment. Willkommen. Ja. Wurde aktualisiert. Okay, so. Ich. Was soll ich jetzt schreiben? Ja. Soll ich Ja schreiben? So, das übernehme ich schon für dich. Oh Mann. Ja. Können wir das bitte auflösen? Wahrscheinlich macht sie sich gerade voll die Hoffnung und so. Oh nein, ja, kannst du. Okay, wir spielen. Licht, sorry. Oh wow, das wird zensiert. Ja. Das fällt sie wahrscheinlich das tiefste Loch ihrer Trauer, weil sie doch nicht mit dir zusammen sein kann. Wow, warum wird Wahrheit oder Pflicht zensiert? Das ist so schlimm, es ist, wahrscheinlich ist das so verboten, jetzt bekomme ich Chatsperre. Und sie macht einfach nur Piaf auch so. Achso. Okay, dann verabschieden wir uns mal von ihr. Okay. Muss ich. Ja, ja. So. Okay, wie viel kommt jetzt noch? Wahrheit oder Pflicht, was willst du? Ich nehme lieber Wahrheit. Okay. Mit welcher berühmten Person würdest du einmal einen Tag verbringen wollen? Hier steht zwar eine Nacht verbringen, aber ich glaube. Oh Gott, was zählt als berühmte Person generell irgendwie, oder? Das kannst du selber entscheiden. Oh. Also irgendeine berühmte Musiker oder irgendwas auch immer. Kannst du auch machen. Aber bei sowas habe ich halt immer keine Ahnung. Ist mir eigentlich relativ egal. Wahrscheinlich irgendein Bekannter. Hast du natürlich auch einen Starstar bei YouTube? Ja, klar. Hey, eine Reise mit Fabi nach Schweden zu Starstar oder so. Warum nicht? Jo, ja, das kann man gelten lassen. Ja, okay, lassen wir gelten. Perfekt. So, Wahrheit oder Pflicht? Ich nehme mal Pflicht zur Abwechslung mit der Hoffnung, dass es nicht allzu schlimm wird. Okay, dann muss. Oh, hier steht alle Jorvik-Schlinge ausgeben, aber so gemeint bin ich nicht. Oh nein. andere Leute nerven. Leute nerven, was? Okay, was nimmt man unter Nerven? Nerven. Wir suchen erstmal wieder Leute. Was irgendwo mal darüber. Unter Nerven. Guck mal, da vorne ist schon jemand mit dem warte. Tinker. Wie du einfach doch so, hey, warte, schreit. Stopp. Ich renne erstmal wogegen, super. Herzlichen Glückwunsch. Wow, sie gehen alle weg. Sie macht das Rennen. Zählt das als Nerven? Nein. Kannst du hier ansteigen? Okay. Und, sie geht zu mir. Warte mal. Jetzt so, ich habe eine Frage. Ja, ich habe eine Frage, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn sie jetzt so fragt, was? Dann kommt so. Jetzt kommt nur so, oh mein Gott, Leon! So. Oh mein Gott, okay, sie macht nichts. Hier an die Sache kann ich aussortieren. Warte mal, du hast einen Weg berührt. Oh, da war ja was. Habe ich komplett vergessen. Huch. Mist, ich muss irgendwo eine Bestrafung bekommen. Okay, sie kennen uns. Jetzt als Bestrafung musst du dann doch alle Jörg-Schillinge ausgeben. Oh, okay. Aber egal für was, oder? Ja, das ist egal. Da steht nur alle Jörg-Schillinge ausgeben. Ich habe nur 3600. Was mache ich damit? Global Shop. Ich bin kurz unsichtbar. Ich schreibe kurz aber noch hey, weil ich freundlich bin. So. was gibt's denn so? Ich kaufe mir jetzt hier für 3000 erstmal diese neuen Gamaschen fürs Pferd da unten. Okay, 3000. Jetzt habe ich noch 600. Man kann man hier nicht sortieren nach Preis. Niedrigster Preis, Jörg-Schillinge. Niedrigster Preis? Jetzt kaufe ich hier irgend sowas. 600? Ne, gibt's nicht. Eine Satteltasche für 500. Gibt es noch was für 100? Ja, hier normales Zaumzeug.
Jetzt habe ich noch 11. Gibt's hier irgendwo? Warte, hier drüben gibt's. Gibt's hier irgendwas für 11? Nee. Okay. Wollen wir das gelten lassen? Ich glaube, es gibt nichts für 11. Okay, hast du jetzt noch 11 Jörg-Schlinge? Ja. Okay, gut, dann lass mir das gelten. Und 3 neue Dinge, die absolut mir nichts bringen. So, jetzt stelle ich dir noch eine Frage zum Abschluss des Videos. Oh, okay. Wer von allen Leuten hier, die hier stehen sollte, am ehesten zum Friseur? In SSO, oder? Also eine neue Frisur holen. Okay. Da steht zwar nur aus der Runde, aber... Ja, geht noch. Sarah. Ich glaube Sarah. Die Haare sind so weiß und so bleich. Ich habe auch weiße Haare. Ja, okay. Oder halt du, stimmt. Du kannst ja auch neue Haare. Ja, das ist bloß nicht gesagt. Oh Mann. Ja, okay. Ihr beide holt euch neue Haare. Ja, ja. Soll ich dir mal meine schöne Topfrisur zeigen? Ja. Sehe ich nicht schön aus? Oh Gott, okay. Ja, also die Frisur ist jetzt auf jeden Fall um einiges besser. Nicht. Gut, aber dann würde ich sagen, ich habe meine Aufgaben mehr oder weniger glimpflich überlebt. Es waren schon echt schlimme Dinge dabei. Aber ja, ich bin mal gespannt, oder ihr könnt mal gespannt sein, was Caro gleich für Aufgaben in ihrem Video bekommt. Schaut auf jeden Fall auch bei ihr vorbei. Das war's dann erstmal auf meinem Kanal mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.